Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Habt ihr paar Bock auf ein paar Bunker? Bock auf Bunker? Ich nehme mich schon. Der letzte steht an. Aber wie wir da so richtig hinkommen, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht haben wir ja Glück und hier geht so ein See noch rein, dass wir bis hinten durchfahren können. Aber müssen wir erstmal so ein bisschen so gucken. Und vielleicht haben wir dann auf dem Rückweg was zum Abschleppen. Aber wir machen erstmal das eine. Und dann gucken wir noch das andere. Hier gibt es ja immer so viel zu entdecken, ne? Oh, was ist das hier vorne? Das sieht irgendwie spitz und gefährlich aus. Ja, wie meinte auch diese Absperrungspika da bei der Armee, also beim Militär, die machen alles kaputt. Ne, ich müsste da lang, hä? Achso. Da hat er wieder. Warum markiert er? Hä? Verstehe manchmal die Spiele nicht, ne? Dann setze ich so eben hin. Also weder ich übersehe das immer, dass er das so 10.000 Mal markiert, oder ich übersehe das immer. Und so wollen wir mal in den See reinfahren gleich. Okay. Das sieht ja wirklich so aus. Ich will da auch mal runter. Ob könnten wir eventuell da so lang fahren? Ah, nur Evento Quell. Alles kommt. Wir wollen ja auch mal ein bisschen so erforschen hier, die ganze Gegend. Und stürzen uns mal hier ein bisschen, ja nicht übertrieben, aber ein bisschen wagemutig hier in die ganze Geschichte rein. Man merkt, am Rand berichtet auf jeden Fall. Okay. Ich weiß ja nicht, wie weit das hier noch geht. Ah, guck mal, hier ist auch wieder ein Weg nach oben. Aber wir haben auch gar keine Türmchen hier hinten mehr, ne? Die Türmchen haben wir alle. Hier wäre der Weg wieder nach oben. Ich glaube, den machen wir auch, weil da wird sieht er zu gewuchert aus irgendwie. Ich hoffe, hier geht es gleich irgendwie voll nach rechts weg. Oh, Todesstein. Das sieht aber nicht so aus, ob geht's hinten nochmal rum, ne? Ist mehr so, ob wäre das hier irgendwie mein Weg gewesen. Hier unten. Ich gucke mal nochmal hier mit den Dingsbums. Da müssen wir den machen. Und der steht worum? Ach, der steht da hinten rum. Ja, dann gucken wir erstmal, dass wir vielleicht da hinkommen. Und den gleich mitziehen. Weil da steht ja nicht, wie ich den wegbringen soll, ne? Na. Wollen wir den mal gleich gucken. Ja, lohnt sich. Man weiß ja immer nicht jetzt, inwiefern das so tief ist, ne? Haben wir die eine Stelle da in der gestrigen Folge gehabt, bei dem man gesehen hat, so, oh, wenn es so richtig, richtig tief wird, ist das jetzt nicht so geil. Sondern ich muss jetzt hier irgendwie außen rum wahrscheinlich. Und dann hat der Tatarin dann auch schon seine Probleme. Oha.
Okay. Nicht leicht, nicht leicht. So. Muss doch mal gucken, wie ich den zurückfahren möchte. Also gibt es denn hier oben anscheinend noch einen Weg zurück? Dann werden wir den hier wahrscheinlich denn hier irgendwie vielleicht nach oben zotteln. Weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob der jetzt hier... So schwer ist der jetzt nicht zu führen, ne? Dass man den irgendwie hier so rausführt. Und dann fahre ich gleich rückwärts da so lang, ne? Vorwärts lang und dann ziehe ich den richtig rum. Das ist natürlich eine sehr, sehr tiefe Stelle, ne? Aber ich glaube, so möge es gehen. Naja, irgendwie schon, ne? Gutti. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so geil ist, was ich mache hier. Den so mitzunehmen oder wie auch immer. Aber gucken wir den dann einfach. Okay. Ja, schönste Stelle scheint es ja wohl nicht zu sein hier. So, komm schon. Auf jeden Fall nicht der schönste Weg. Aber kämpft sich durch. Mal gucken, wohin das Ganze hier noch führt, ne? Ein bisschen jetzt Grip hier vorne. Ein bisschen Matsch rein. Oh, gib mal, da ist Öl im Wasser. Habt ihr gesehen? War das jetzt von uns? Auch nicht schlecht. So, meine Damen und Herren, jetzt haben wir den Weg schon mal hier so ein bisschen beschießen durch. Wir müssten jetzt hier den Weg hochfahren, ne? Okay. Dann machen wir das. Ich glaube, hier ist die Kunst ein bisschen aufzupassen, weil die Peaks ja dann irgendwo sind, oder? Okay.
Ich fahre hier einfach jetzt mal so durch, ne? Aber haben wir denn? Gut. Dann ist die Aufgabe schon mal weg. Sehr schön. Und jetzt hätten wir dieses Voreigner. So, und dann sollten wir eigentlich hier wieder auf diesen Weg drauf. Hier so lang. Rüber. Hier rüber. So, den anderen, also hier jetzt den Weg, der wird so ein bisschen noch spannend, ne? Weil den kennen wir ja nicht wirklich. Ich muss jetzt hier erstmal... Oh, man sieht kaum den Weg, ey. Ich glaube, doch, das hier ist er. Oh, upsie. Nicht, dass sie ausrasten, ne, am Bunkern. Und dann sagen, ey, was macht denn der hier für Stress draußen? Der hupt hier wie ein Wilder. Das wäre jetzt nicht so cool. Ich glaube nicht, dass die Schlucht mir richtig gefallen wird, aber müssen da jetzt hier so durch, ne? Da hilft uns gar nichts. So, irgendwie mit der Schnauze rum. Ja. Oh, oh, ich werde bescheuert. Hier ist ein Upgrade. Ich glaub's nicht. Ich glaube, die meisten wussten das jetzt von euch, aber ich nicht. Sollen wir hier runterkommen, ist ja eine Sache, ne? Aktiver Allradantrieb für... Und der noch ein beschissenes ab. Ja, ist okay, aber... So, und jetzt muss ich hier irgendwie seitlich auf den Schnee kommen. Das wird schon mal nichts, ne? Können wir irgendwie mit dem Arsch nach da? Ne, mit dem Arsch wäre irgendwie cooler. Und dann muss ich irgendwie so hoch, ne? Ich muss ja. Achso, da bin ich mit der Mauer. Nicht gewusst, wo ich mit der Maus bin. Ja, das komm, ja, nimm die als Stütze, genau, und raus damit. Sehr schön. Kann ich mich eigentlich bei denen denn auch auftanken? Ich sag mal, der braucht ja nicht so viel Sprit, ne? Der Ford. Okay. Also am Ende können wir uns denn noch das bisschen Sprit da rausnehmen. Dann müssen wir hier so ein bisschen locker, lasse ich euch. Was aber anscheinend gelingt.
Ja, ich darf bloß nicht irgendwo hängen bleiben, dann wird das richtig, richtig kritisch. Oh, jetzt muss ich aber hier runter, oder? Ne, eigentlich geradezu durch. Ah ja. Das mit der Arschnummer hier. Ich erinnere mich. So, ich werde mal kurz hier abmachen. Genau. Okay. So. Konzentration. Ah, ist gut gegangen. Ja, ich wollte mich da. Ich glaube nicht, dass ich runtergefallen wäre. Jetzt hätte ich es einfach so weiter probiert, aber ich wollte das einfach nicht so. Wollte schon ein bisschen auf Safety gehen. Und ist ja auch relativ ohne großartig Zeit einzubußen gut gegangen. So, einmal hier so rum. Das stört uns auch nicht so. Ja, wenn wir da jetzt noch 40 Liter rauskriegen würden aus den kleinen, dann wäre gar nicht so schlimm. Ne? Boah, das ist aber matschig hier. Jetzt mal einen kleinen Seitenwechsel machen. Aber schafft er auch. Gaudi. Cool. Ja, dann hätten wir die Mission hier auch fertig. Wir haben hier, glaube ich, irgendwo eine Aufdeckmission. Und wenn wir hier mit den Tatarinen sind, dann sollten wir das eigentlich ausnutzen. Um dann das noch zu schaffen, ne? So. Und den scheinen wir ja zu kriegen. Sonst hätte es ja, glaube ich, Sven damals nicht so angesprochen. Dass dazu einer seiner Lieblingsfahrzeuge ist. So, Moment. Ich muss jetzt hier erstmal nachtanken. Zwei von den Ford in den Tatarin. Gepäckträger, das ist meiner, ne? Ja. Ah ja, siehst du. Kriegen wir noch belohnt. Ja, aber der hat doch hinten auch noch ein bisschen was, oder? Nee. Von da können wir den nicht nachtanken. So, wir machen jetzt hier erstmal Motor aus. Ah. Oder kann ich von hier jetzt tanken? Ach, doch vom Pickup, ne? Oh. Ja, weil wir den Ford natürlich von hier den bergen werden. Und dann gucken wir uns das mal an. Was haben wir denn Schönes hier? Da haben wir ein paar Motoren, die besser sind. Den hier. Der macht dann leistungsmäßig nichts, aber Haltbarkeit mehr. Okay. Und der hier würde alles mehr machen. Okay. Die Haltbarkeit wieder runter. Spritverbrauch enorm. Benutzt den einer? Wahrscheinlich den schon. So, Getriebe.
war jetzt nochmal individuell. So, und dann hier, oh, da müssen wir alles noch finden, ne? Eine Halbinsel Kohle, alles zu finden. Wir werden hier natürlich das Kettenset nehmen. Weil wenn wir auf irgendwas treffen, wo nicht Kette ist, dann ist da eben vorbei, ne? So, Winde, autonom. Das Snorsel? Kurze Klappe. Ne, da kriegt der das hier. Wo haben wir auch noch nicht gefunden. Und dann hat der hier Pickup Aufbau Custom. Oha. Kleiner Gepäckträger, da ist auch noch was drauf. Pritschenwagen kann er auch noch machen und der Auslegekram. Alter, für was kann der halt mitnehmen? Aber wenn er das, dann gar nichts mehr, okay? Oha. Heftig. So, auf dem Dach. Achso, dann kann der nichts machen, ne? Weil dann kriegt er ja. Also auf Dach funktioniert denn gar nichts. Stoßdämpfer vorne, werden wir auch mal hier richtig was ranmachen. Okay, das würde denn noch gehen. Krass. Cool. So, und dann will ich den auch mal fahren, ne? Ah, der steht ja immer noch am Weg. Meint ihr, es gibt irgendwann mal ein... Oh, jetzt sieht es aber aus wie hier so ein ganz gefährlicher. Damit kann man bestimmt erkunden, ne? Cool, 6 Gänge hat er auch, also der kriegt ein bisschen Tempo hin. Ich sollte ihn aber jetzt nicht im Weg stehen lassen. Falls ich hier mal irgendwie mit irgendwas lang möchte, ne? Aber was haltet ihr von dem Ford? Da gerne mal schreiben, aber für mich macht der einen soliden Eindruck. Den werden wir natürlich dann mal ausführlich her testen. So, wir sind aber noch bei denen hier. Und dann zoome ich mal raus. Guck mal hier, begib dich zum Wetter-Dingsbums. Und das wollen wir ja auch mal machen, ne? Das heißt, ich müsste jetzt hier eigentlich zurück, hier so lang fahren. Und dann irgendwie da reinfahren. So, gucken wir das auch noch an. Zumindest wollen wir den Weg dahin schon mal machen. Besonders an der Küste. Ist ja echt eine Küste. Das wäre ja lustig. Ach du Heiliger. Weiß ja nicht, ob denn der Weg hier so geil ist, ne? Ich glaube. Ne, lass mal. Ich glaube, der Weg hier ist wesentlich entspannter, wenn ich hier so fahre. Also die Matschkuhle, die sieht ja schon des Todes aus. Ne, dann gucken wir uns das mal hier hinten lieber an. Hier sehr viele Bäume sind, die ich umkacheln muss, oder? Ne, geh mal, wird ja mal lichter hier. Das ist ja denn hier gar nicht schlimm. Zumindest mit denen hier. Okay, da will er gar nicht mehr rum. Vor allem geschlagen und er macht den geradeaus, Kapitän. Ne? Captain, oh mein Captain. Na. Diesmal war ich zu spät dran, ich gebe dir zu. So. Oh, da steht ein Truck. Oh, der ist ja interessant wahrscheinlich. Fahr da mal hin. Na,
Hallöchen. Kennen wir die Mission? Neue Mission entdeckt. Aber die wollen wir ja jetzt... Oh, das ist aber eisig hier, ne? Die wollen wir noch gar nicht so annehmen. Die Frage ist natürlich jetzt wirklich, kommen wir da hin oder doch hier? Einfach Weg hoch. Geradezu. Einfach über diesen komplette Eis hier rüber. Und hier, ja, man sieht ganz, ganz leichten Weg. Ganz, ganz leichten Weg. Den versuche ich mal, wenn es gelingt, hier einfach zu fahren. Ja, okay. Dann sind wir schon hier oben. Zwar ein kleiner Auftrag, aber wir haben jetzt ein bisschen was weggeschafft. Und das freut mich sehr. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Ciao, ciao.